Ich glaube, das war gar nicht so geplant, dass ich hier ohne Schlange lang gucke. Oh, egal. Oh, ich will die nochmal haben. Warte mal. Wenn es schon hier ist, nimm das mit. Okay. Uns fehlt die Decay-Münze. Wo habe ich die jetzt verbaselt? Also einmal machen wir das Level jetzt noch, würde ich sagen. Da oben war ja nichts, ne? Ne, da ist auch nichts. Da was versteckt ist? Sieht nicht danach aus, ehrlich gesagt. Ach komm! Jetzt echt nochmal zurück. So. Ha, wo kann die sein? Ja, ich bin ja zum Schluss hin ein paar Mal ziemlich durchgehüpft. Ist da was? Ich glaube nicht, dass da was ist. Hm. Didididid. Ist da unten was? Ich weiß es halt nicht. Nein, da ist nichts. Okay, jetzt weiß ich das auch. Ich wollte da gar nicht runter. Das hat man vielleicht auch gesehen, dass das nicht beabsichtigt war, ne? Gut, zumindest haben wir jetzt hier alle Bonus-Level. Das haben wir hingekriegt. Aber ich möchte so gerne noch die Decay-Münze haben, verdammt. Und auch ein Glimmers Galeone. Das müssen wir die echt in der nächsten Aufnahme holen. Weil das lasse ich nicht auf mir sitzen. Aber zumindest einmal werde ich das hier noch probieren, in diesem Level. Also ich hole ja gerne mal gleich alles auf Anhieb, aber ja, das ärgert mich dann immer so ein bisschen, wenn ich es nicht schaffe. War da gerade was? Ja, Bananen. Bananen. So. Okay. Was war das? Sind nämlich doch eindeutig nicht in die Arme gesprungen, oder? Komm. Hier muss doch was sein, oder? Wenn ich da mal hochspringe. Ne, da ist nix. Da ist nur das O. Irgendwie habe ich das O verfehlt. Ne, ich habe das O nicht verfehlt. Aber ich habe die Biene verfehlt. Was auch nicht unbedingt besser ist. Ich war noch nicht bei der Hälfte. Nochmal das Ganze. Okay, dann nochmal. Boing, boing. So. Und noch einmal das Ganze. Nimm die Bananen mit. Oh, oh, oh. Die kriegen mittlerweile so viele von diesen scheiß Bananenmünzen, ne? Da könnte ich echt noch ein paar von ausgeben. Also speichern können wir auf jeden Fall zum Ende der Session. Das sollte kein Problem darstellen. Da haben wir echt genug Kohle. So, ab hier guck. Scheiß was auf das O, oder? Ne, wir nehmen es jetzt mit. Okay. So, wo ist jetzt das verdammte Decay-Ding? Da unten jetzt was oder nicht? Ich glaube es eigentlich nicht. Ich versuch's doch mal. Ist nichts, ne? Wo könnte das denn noch versteckt sein? Ich gehe jetzt mal unten lang. Ehrlich gesagt sieht es für mich so aus, als könnte ich da durch diese Luke klettern, ja. Klatschen. Da, aber, ne. Soll ich da mal runterspringen? Klar, ach, da ist nichts, verdammt. Ich versuche hier nochmal hochzuspringen. Es gibt ja gar nicht so viele Möglichkeiten, wo das Teil sein könnte, ne? Na komm, scheiß was drauf.
Ach, das war das Bonus-Ding. Das hatte ich ja schon. Okay. Ja, egal. Sammle alle Sterne, ja. Brauchen wir eigentlich nicht nochmal machen, ne? Aber komm. Damit die Zeit halt schneller vergeht. Ach, da sind noch welche. Nicht mal wenig. Haben wir. Gut. Okay. Haben wir den auch erledigt. Tja, wo ist jetzt das verdammte die Käfers? Ja. Ich hüpfe nochmal hoch. Da ist echt nichts, ne? Das gibt's doch nicht. Da unten noch was? Sieht ehrlich gesagt auch nicht danach aus. Oh fuck. Da ist echt nichts. Und wenn hier unten noch was ist? Oh fuck. Ich bin einen Schritt zu weit gegangen, verdammt. Aber da scheint auch nichts zu sein, ne? Ich muss die tatsächlich nachgucken, diese beiden Bonusdinger. Es nützt nichts. Na gut. Das war doof. Okay, das war jetzt Glück. Ach komm! Das war jetzt sehr ärgerlich gerade. Ein Leben. Ups. Ach, da muss ich da wieder hoch. Ja, ich musste auf so ein Fass drauf, schon klar. Aber diesen Weg habe ich letztes Mal gar nicht genommen. Ich kann mich an diesen Sprung nämlich nicht mehr erinnern. Und da frage ich mich doch, wie habe ich das letztes Mal dann gemacht? Da bin ich ja irgendwie von oben lang gedüst. Oder als ich, kam ich da aus dem Bonusfass raus? Nee, das... Ich bin da irgendwie einen anderen Weg gegangen, auf jeden Fall. Oh, war knapp. Das war knapp. Das war knapp. Ah, scheiße. Wow. Ach, so hab ich das gemacht, ja. Okay, geht doch. Ist gar nicht so schlimm, wie es aussieht. Okay, dann geht auf den nochmal drauf. Ist auch nichts. Da muss doch was sein, verdammt. Ah, da ist nichts. Tja. Gibt hier nichts. Na gut. Dann müssen wir das Level erstmal Level sein lassen. Nützt ja nichts, ne? Finden wir nicht. Also zwei Level muss ich nachgucken. Glimmers Galeone. Und wie heißt das jetzt hier schon wieder? Klappermisere. Also, Glimmers Galeone, Klappermisere. Ich musste echt mal gucken. Gut, das nächste Level ist Kletterschleim. Das hört sich nach einem Segellevel an. Ja. Oh nein! Ja, ja, ich erinnere mich. Oh, Kacke. Ja, ja, da steigt das Wasser an. Sonst wäre der Fisch ja sehr sinnlos da unten. Und irgendwann müssen wir, glaube ich, auch ins Wasser springen, um irgendwie... Upsala. War das schon da unten? Scheiße. Es gibt irgendwo ein Bonus-Level. Ich glaube, das könnte da unten sein. Oh Gott. Kletterschleim ist ein scheiß Level. Das muss ich leider mal so sagen. Oh, fuck.
Ich will mal was probieren. Nein? Okay, das ist kein Bonus. Es gibt aber eine Stelle, wo da ein Bonus ist. Also in irgendeiner Stelle. Ah! Ja, ich bin genau auf den Fisch gefallen, ist klar. Na gut, dann auf dem natürlichen Weg. Ich lasse jetzt noch die Bananenmünze sein. Ach, ich mag diese Seemannsmusik. Oh, vielleicht sollte ich das K mitnehmen. Vielleicht hätte ich es auch lassen sollen. Okay. Ah, da müsste ich eigentlich rein, ne? Scheiße. Ach, komm. Ja. Kletterschleim ist echt ein Level, was ich noch nie mochte. Man sieht's vielleicht. Okay. Gut, 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 gut. Ja, ich dachte, ich treffe das scheiß Ding. Oh Mann. Ja, dann lasse ich es das K auch K sein, ist egal. Jetzt bin ich ja wieder alleine. Ich wollte doch da an diese eine Stelle kommen. Ist so egal. Also das Wasser steigt auch immer nur, wenn man einen gewissen Punkt, glaube ich, erreicht hat. Ist jetzt hier was versteckt oder liegt? Nein. Ja, ich muss ja halt auch ein bisschen suchen. Das nützt ja nichts. Ich muss ja auch mal gucken, ist da vielleicht ein Bonusfass versteckt? Weil ich habe natürlich auch nicht mehr alle im Kopf. Das kann man ja vielleicht verstehen. Na, nach 7 Jahren kennt man nicht mehr alle Geheimnisse vielleicht. Aber ich meine mich, also so, ich finde, was will ich eigentlich sagen, dass ich so ungefähr, also dass ich hier ein bisschen besser zurechtkomme, als bei den ganzen Geheimnissen in, Teil 1. Das war sowas von unnötig gerade alles, was ich da gemacht habe. So, halt. Wieso sag mal. Ey, wenn ich schon eine Kiste schmeiß, dann kannst du doch bitte den Gegner damit treffen, Junge. So. Da, da, da. Und hoch. Oder so. Wait, wait. Immerhin kriegen wir ein Leben wieder. Ja, so geht's auch. So, jetzt kommen wir gleich an die Stelle, wo ich ganz gerne dieses Fass da reinspringen würde. Da nämlich. Was gibt's denn da? Das O. Mehr nicht. Was ist da? Aber alles keine... Toll. Moment, da ist was. Das will ich haben. Weil mit dem kann ich runterschwimmen. Wo ist es? Da, sehr gut. Das wusste ich noch. Es gab irgendwo so eine Stelle mit so einem Unverwundbarkeitsfass. Sammle die Sterne. Oh Gott. Okay, das hält sich noch in Grenzen. Ach, mehr ist das gar nicht. Na gut. Ja, dann ist es Pillepalle. Ich dachte, das ist viel mehr. Blip, dip, dip, dip. Okay. Das lasse ich mir noch gefallen. Das war jetzt ja nicht so schlimm. Wo bin ich jetzt? Ach, hier bin ich wieder. Gut. Immerhin kriege ich wieder ein Didi. Ah, scheiß was auf die Münze. Ganz ehrlich, scheiß was auf die Münze. Hier vielleicht? Nee. Okay. Hat ja irgendwie geklappt, ne? Hat der irgendwie geklappt? Da ist das N. Aber ich habe das K ja gar nicht, ne? Ist hier eigentlich was? Ich schwimme. Es ist wieder ausprobieren, ne? Es ist ausprobieren, Leute. Ja.
Der ist ein bisschen gefährlicher als der rote Fisch, den man sonst aus dem Wasserlevel kennt. Weil der ist ja direkt. Also der beißt dann ja sofort. Der rote war ja sonst immer. Der hat sich kurz gemerkt, oh, an welche Stelle war er zuletzt. Und dann geht er drauf los. Und dieser, der greift einen wirklich sofort an. Also ohne irgendwie daneben zu sprinten. Ist natürlich nicht schade. Ist nicht schön. Nicht schade. So. Lass das Ende, glaube ich, mal da, weil wir brauchen es eh nicht. Das war nicht ganz ungefährlich. Oh Gott. Aha. Hi. Brauche ich den? Nicht zwingend. Oh, Kanonenkugel ist ganz gut. Okay. Immerhin zwei Bonus-Level. Es werden aber nicht alle sein. Mach alle Gegner fertig. Okay. Ja, nehmen wir das mit. Schön. Das war doch gut. Okay. Aha. Ist ein DK fast dran? Ne. Ha! Oh, eine Banane! Yay! Ich habe das DK fast gefunden. Ich check mir mal im Tee ein. Immerhin etwas. Haben wir denn auch alle Bonus-Level? Das würde mich jetzt sehr freuen. Ja! Oh geil, da habe ich jetzt nicht mitgerechnet. Da unten sehen wir wieder einen Klubber. Das ist wieder so ein Level, wo man praktisch mit Kremling-Münzen einen Zutritt zur geheimen Welt freischalten kann. Aber das machen wir, wie gesagt, ganz zum Schluss erst. Hier haben wir Swanky Kong. Das heißt, wir können wieder eine Runde Quiz spielen. Ja, wir haben ja genug Geld. Hallo Kongs, ich habe einige tolle Preise in meiner Goldgrube. Wollt ihr sie gewinnen? Ja, Funky Fun. Was kann euer Freund die Schlange besonders gut? Sehr hoch springen oder Witze erzählen? Okay, jetzt geht's weiter. Wie heißt der Level, in dem euch ein Fisch mit seiner Taschenlampe unter Wasser leuchtet? Das ist Glimmers Galeone. Gut, aber ich habe noch eine Frage auf Lager. Wie heißt das muskelbepackte Krokodil, das die Brücke bewacht und Wegegeld verlangt? Das ist Klubber. Gut gemacht oder super. Hier ist der wohlverdiente Preis. Okay, dann machen wir Swampys Spiel. Mit wie vielen Leben beginnt ihr dieses Spiel? Drei. Was? Fünf? Oh. Tut mir leid. Dann nochmal. Dann sind es fünf. Gut, aber ich habe noch eine Frage auf Lager. Welchen Knopf drückt ihr, um euren Freund auf eure Schulter zu heben? Das ist Select? Nee, A. A. Stimmt genau. Hier die nächste Frage. Wie heißt das freundliche Rhinoceros? Das ist nicht Bambi, das ist Rambi. Wir haben heute einen Gewinner. Primatenquiz. Drei Münzen. Wie lautet der Name dieser Welt? Das ist der Creme-Kai. Stimmt genau. Hier die nächste Frage. Wie heißt euer Freund der Papagei? Das ist Squawks. Flipper ist auch schön. Okay, jetzt geht's weiter. Wie viele Flugzeuge hängen in der Kong-Schule von der Decke? Ach scheiße, hab ich doch nicht gezählt. Zwei. Endlich mal wieder Gewinner. Sehr schön. Ja, das ist so schade. Bis zum nächsten Mal. Das ist mein Spruch. Das habe ich im Original-Let's Play schon mal gesagt. Bis zum nächsten Mal ist mein Spruch. Was soll ich jetzt eben gerade sagen? Verdammt. Das ist schon wieder weg. Ja, dass wir diese ganzen Leben einfach nicht speichern können, weil ich glaube es einfach nicht. Wir gucken nachher mal hin, wenn wir die nächste Session starten. Aber ich glaube tatsächlich, dass wir dann die Leben nicht mehr haben werden. Wir gehen mal kurz zu Klubber. Da ist er wieder. Das geht ja ab. Wo ist meine Kohle? Ohne kommt ihr hier nicht vorbei, Knarro. Wir hauen einfach mal ab, ohne zu kämpfen. Kommt wieder, wenn es sich für mich lohnt. Okay.
Gut, dann haben wir noch ein weiteres Level, nämlich die Affen-Action. Die gucken wir uns jetzt auch noch mal eben an. Die Affen-Action. Oh, sehr schön. Auch sehr schöne Musik, wie ich finde. Und ich mag halt die Grafik total gerne. Das ist so ein, ja, dieses Dornen-Setting und so, finde ich total hübsch. Komm ich schon da unten hin? Ah ja, so. Genau. Ach, schön. Ist so ein Fässerknallding hin und her, aber ich mag's.